Freunde, ich habe wieder ein paar mega spannende Dupes, die niemand kennen wird. Ich habe sie noch nirgendwo gesehen, egal ob auf Instagram, egal ob auf TikTok oder auf YouTube. Hier habe ich ja einige spannende Schätzchen für euch. Freunde, hello, hello, hello. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich habe ein bisschen umgebaut. Ich habe einfach den Tisch um, Gott, bin ich doof, 90 Grad gedreht. Und habe jetzt endlich diese tolle Lampe richtig positionieren können. Und ich finde es ehrlich gesagt ziemlich, ziemlich schön. Ich bin gespannt, wie ihr es findet. Ich finde, es ist mehr Platz. Ich kann ganz weit zurückgehen. Oder ich kann ganz nah rankommen. Freunde, ich hoffe, es geht euch gut. Ich fall mit der Tür ins Haus. Heute wirklich mit ein paar spektakulären Dupes, die ich nirgendwo gesehen habe. Und ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich habe wirklich... Wenn ich sowas mache, habe ich irgendwo einen Katzenhaar. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich glaube, dass das alles Produkte sind, die heutzutage gar nicht mehr so gehypt sind, beziehungsweise die nicht so im Trend bei Beauty-Content-Creatern sind. Und ich sehe natürlich immer nur Dupes von Leuten, die Beauty-Content machen. Und da ich es auch tue, dachte ich mir, ich zeige es euch einfach, weil ich kann mir vorstellen, dass das ein oder andere Produkt von euch hier wirklich ein Favorit ist. Wir starten auch direkt mit dem ersten. Und zwar kennt ihr mit Sicherheit alle Benefit. Ich bin ehrlich mit euch, ich bin sehr enttäuscht von Benefit mittlerweile, weil es so ein bisschen langweilig geworden ist. Es kommen keine wirklich spannenden Produkte raus. Aber als der The Professional Primer, vor allen Dingen der Light rauskam, da war es noch so ein bisschen was anderes. Der Light Primer legt sich wirklich in jede einzelne kleine Pore in eurem Gesicht und verschließt sie und hinterlässt ein sehr weiches Gefühl auf der Haut. Mag ich ganz gerne, wenn ich ein wirklich Full-Full-Coverage-Make-up haben möchte. Heute habe ich probiert, nochmal so ein bisschen Strawberry-Make-up ins Gesicht zu bringen. Da brauche ich das natürlich nicht. Ein sehr, sehr gutes Produkt, allerdings sehr, sehr teuer. Hier haben wir den Milani No Pore Zone Primer. Auch der ist sehr, sehr gut, wenn ihr so ein weich gezeichneten Effekt habt. Ich swatch mal beide kurz, dass ihr das Ganze so ein bisschen sehen könnt. Beide sind so ein bisschen milchig, der Benefit ist ein bisschen milchiger, aber wenn beide runtergetrocknet sind, dann fühlen sie sich genau gleich an und sie machen tatsächlich auch das Gleiche. Das Problem, was ich mit dieser Art von Primern habe, ist, dass sie sehr, sehr schwierig wieder aus der Haut rauszukriegen sind. Und wenn du dich nicht richtig reinigst, die Haut sehr, sehr schnell so verstopfte Poren bekommen kann. Deswegen an dieser Stelle benutzt bitte, bitte, bitte Double Cleansing. Etwas auf Ölbasis und etwas auf Wasserbasis in dieser Reihenfolge, damit ihr das Produkt auch gut aus eurer Haut rauskriegt. Und optional natürlich auch ein Microfiber Multitool. Das hilft dabei immer sehr, einfach den Schmutz aus den Poren noch so ein bisschen rauszukriegen. Beides sehr gute Produkte, wenn man sowas mag. Ich wäre aber wirklich vorsichtig. Ich weiß, dass viele diese Pore Blurring Primer übers gesamte Gesicht verteilen. Lasst euch gesagt sein, Freunde, diese Pore Blurring Primer funktionieren nur bei Sachen, die nach innen gehen, also nach Poren optisch nach innen gehen und nicht nach Textur, die nach außen geht, wie Unterlagerungen beispielsweise, ne? Ich habe ja auch ab und zu hier so ein paar kleine Unebenheiten oder auf der Stirn hast du mal einen Pickel oder so. Ist ja auch völlig normal. In dem Moment, wo du aber so ein Pore Blurring Primer drauf machst, gibst du nur eine Schicht Silikon rauf und die Struktur wird noch größer. Also seid sehr, sehr punktuell mit Pore Blurring Primern. Bevor wir weitermachen, freue ich mich, dass es etwas Neues von Yipola gibt, was ich euch gerne vorstellen würde. Ich habe es kurz bevor ich das Make-up drauf gemacht habe, einmal benutzt und das zeige ich euch jetzt. Und zwar entsteht dieses Video auch in Zusammenarbeit mit Yipola und ihr seht auch schon, es gibt eine Neuheit und ihr kennt meine Meinung zu Einweg-Augenpads, weil sie meistens doppelt, dreifach, sechsfach in Plastik verpackt sind. Ihr kennt Yipola, Yipola achtet immer sehr auf die Verpackung und deswegen gibt es jetzt die Deepuff Espresso Deepuffing Koffein und Green Tea Eye Patches. Das sind Augenpatches mit wundervollen Inhaltsstoffen, aber auch die Verpackung. Sobald Augenpatches in Glas verpackt sind und nicht 70-fach in Plastik verpackt sind, bin ich dabei. Mache ich mit, finde ich super und vor allen Dingen, weil ich weiß, dass sie funktionieren. Ich habe sie jetzt. Wir Creator haben die Augenpatches bereits vor knapp 2 Monaten bekommen, um uns einfach mit dem Produkt vertraut zu machen. Und ich finde sie grandios, denn hier ist Koffein und grüner Tee mit drin. Und die sind, gerade wenn ihr vielleicht euch gestern Abend ziemlich geärgert habt, ziemlich traurig wart oder einfach einen langen Abend hattet und am nächsten Morgen früh raus musstet und die Augen so ein bisschen gequollen sind,
Genau das Richtige. Durch den Koffein in den Augenpatches ziehen sich die Blutgefäße so ein bisschen zusammen und die Augen sehen nicht mehr so müde aus. Und ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber es gibt auch zwei verschiedene Arten von Augenringen. Einmal die durch Hyperpigmentierung und die durch die Blutgefäße darunter. Die Blutgefäße ziehen sich zusammen durch das Koffein. Hier ist aber auch noch Süßholzwurzel drin, die dafür sorgt, dass Hyperpigmentierung langfristig zurückgehen kann. Und das ist das, was mir am meisten an diesen Augenpatches gefällt, im Soforteffekt. Ich bin immer ein bisschen ungeduldig. Ich möchte immer sofort einen Effekt sehen durch diese Feuchtigkeitsabgabe, durch die Ringelblume in den Patches. Versorgt ihr die Haut unter den Augen sehr, 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 sehr gut mit Feuchtigkeit. Und was mir direkt beim ersten Mal aufgefallen ist, ich hatte, als ich sie das erste Mal getestet habe, nicht so viel Zeit, dann direkt noch zu warten und dann nochmal die Skincare-Routine weg und dann wieder neu und wieder rauf zu schminken, sondern ich habe die Augenpatches abgemacht, habe Make-up draufgegeben und meine untere Augenpartie sah phänomenal aus. Also, wenn ihr vor eurem Make-up gerne Eyepatches benutzt, dann könnt ihr jetzt einmal viel, viel nachhaltiger sein, ohne dieses ganze Plastik. Ihr habt eine super Portion Pflege, ihr habt eine super schöne Erweiterung für eure bereits bestehende Jepoda Skincare Routine. Oder aber auch, wenn ihr sagt, okay, ihr habt Jepoda selbst noch nicht ausprobiert, dann ist das etwas, wo ich sage, das könnte ein guter Schritt in die richtige Richtung sein, um sich mit Jepoda einmal vertraut zu machen. Ich habe wieder einen phänomenalen Rabattcode für euch, den blende ich euch einmal hier ein. Und ab einem Einkaufswert von 69€ gibt es auch noch mein allerliebstes Produkt von Jepoda, den The Mist Have, gratis als Minigröße mit dazu. Also da lohnt sich das Ganze natürlich doppelt und dreifach und ihr habt eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Die Augenpartie ist richtig schön mit Feuchtigkeit versorgt. Wenn ihr sie noch in den Kühlschrank legt, dann habt ihr nochmal einen größeren Depuffing-Effekt und gerade bei den Temperaturen jetzt ist das wirklich ein Must-Have von mir. Deswegen glaube ich, dass das für euch, wenn ihr wirklich so unter geschwollenen Augen leidet morgens, vielleicht auch so ein bisschen dunklere Augenschatten oder geschwollene Augenringe habt und Under-Eye-Bags habt, genau das Richtige für euch. Also probiert die Eyepatches von Jepoda unbedingt einmal aus. Ich weiß, dass ihr sie lieben werdet. Ich könnte jetzt direkt mit meinem Concealer rübergehen und ein wunderschönes Make-up haben. Wirklich eine sehr, sehr große Empfehlung. Ihr wisst, ich bin sehr skeptisch, was einmal Augenpatches geht. Vor allen Dingen, wenn sie in Plastik verpackt sind. Hier habt ihr wirklich einen guten Glastiegel. Und wenn ihr sie im Kühlschrank habt, fühlt sich das einfach toll an. Also schaut unbedingt bei Jepoda vorbei. Ich verlinke sie euch. Große, große Empfehlung. Und mit dem Code gibt es natürlich auch noch was Gratis dazu. Wir gehen einmal weiter zur dekorativen Pflege so ein bisschen. Und da habe ich hier das Magic Serum. Einer meiner absoluten liebsten Favoriten. Und ich benutze das auch fast jeden Tag. Ich finde, es macht einfach ein sehr, sehr schönes Ergebnis. Ich bin ehrlich mit euch, ich lüge euch nicht an. Auch das Dupe ist gut, aber trotzdem benutze ich das High-End-Produkt. Das passiert selten oder in den seltensten Fällen, aber irgendwie fühlt es sich für mich besser an, das hier zu benutzen, als das hier. Ich vermute, es ist lediglich nur dieses Gefühl. Darüber reden wir immer, wenn wir über High-End-Make-up reden. High-End-Make-up ist was ganz, 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 ganz Tolles, um dieses Gefühl zu haben. Kann man sich nicht immer leisten, muss auch nicht immer sein. Hier sage ich aber, das mag ich gern. Ich weiß nicht warum, es ist die Verpackung, es ist das Gefühl, es ist der Duft vor allen Dingen auch. Bei den Charlotte Tilbury Pflegeprodukten, den ich sehr, sehr gerne mag, das Magic Serum ist einfach perfekt, wenn man super, super trockene Haut hat. Das Miracle Serum von Revolution Pro ist von der Textur her, ich swatche euch mal beide zusammen, das etwas gelbliche, was gerade hier runterläuft, ist Charlotte Tilbury. Das ist das von Makeup Revolution. Beide sehr, sehr wässrig, aber auch ein bisschen ölig. Also wenn man sie jetzt auch wirklich nur swatcht, dann fühlen sie sich tatsächlich wirklich so ein bisschen ölig an, hinterlassen aber keinen öligen Film auf der Haut, nur ein sehr, sehr gefühltes, ein sehr gepflegtes Finish. Das Miracle Serum hat keinen Duft, zumindest einen so leichten Duft, dass du ihn kaum wahrnehmen kannst. Gutes Produkt, wenn man eine trockene Haut hat. Und ich meine auch, dass in beiden so ein ganz, ganz kleines bisschen Dimethicone drin sind, dass die Haut overall einfach ein bisschen gleichmäßiger und ein bisschen leichter sich anfühlt. Das ist immer so lustig, ne? Wenn ich nur auf der einen Seite meiner Hand swatche und die dann sich danach anfühlt wie so ein Bauch eines Welpen. Ich habe noch was und da habe ich mich gefreut, weil ich beide Produkte lange nicht mehr benutzt habe. Und zwar haben wir auf meiner rechten Seite, auf dieser Seite, das Miracle Glow aufgetragen. Ein Pro Illuminator von Max Factor. Das soll ein Universal Highlighter sein. Ich finde ihn als Highlighter allerdings so ein bisschen zu cremig. Super, super pigmentiert. Fühlt sich auch toll an. Hat so ein paar
silbrigen, paar goldene Schimmerpartikel mit drin und du kannst es sehr, sehr gut ausblenden. Also es ist eine ganz leichte Textur, zieht auch gut ein. Es ist wie so ein bisschen wie, als hättest du eine Creme mit Highlighter gemischt, hinterlässt dann aber einen sehr erwachsenen Glow. Das Thema Schimmerpartikel, das spreche ich jetzt nicht nochmal an, weil alles, was glitzert, alles, was reflektiert, hat Schimmerpartikel. Ne? Da brauchen wir nicht drüber reden, das verstehe ich immer nicht. Den Kommentar, ich will etwas ohne Schimmerpartikel. Entweder du hast etwas mit Schimmerpartikeln oder du hast etwas Flüssiges, was dann Licht reflektiert, also beispielsweise Öl oder Silikone oder so. Aber wenn du einen Glow haben willst, also so einen Glow, einen Highlighter-Glow, dann hast du immer Schimmerpartikel. Es geht gar nicht anders. Auf der anderen Seite den Becker Backlight Priming Filter. Wenn der Max Factor runtergetrocknet ist und diese Creme so ein bisschen eingezogen ist, dann ist dieses Produkt hier sehr, 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 sehr ähnlich. Es hinterlässt auch so einen leichten Touch an Glow. Allerdings muss ich dazu sagen, der Becker ist goldener, der von Max Factor ist silbriger. Also wenn ihr eine sehr, sehr helle Haut habt beispielsweise, könnte das gut funktionieren bei euch. Vom Finish her auch sehr identisch, lediglich die Farbe der Base ist so ein bisschen anders, wenn man sie nebeneinander hält. Sobald du sie auf deinem Gesicht verteilt hast, siehst du das eigentlich nicht mehr. Ansonsten würde ich auch an dieser Stelle zum günstigen tendieren, denn A, Becker gibt es so nicht mehr. Smashbox hat, glaube ich, dieses Produkt auch übernommen. Muss aber Tatsache gar nicht sein. Ich glaube, dass das ein gutes Produkt sein kann. Und fällt mir gerade ein, wenn ihr das hier von Catrice, den Soft Glam Filter, gerne haben wollt, aber die euch alle zu dunkel sind, probiert den hier. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass das für jemanden zu dunkel sein könnte. Es gibt eine, glaube ich, sehr, sehr helle Farbe. Gibt aber alles. Sehr, sehr ähnlich vom Finish, vom Schimmerpartikel, von der Schimmerpartikelanzahl her. Sehr, sehr gleich. Mag ich aber super, super gerne von Max Factor. Finde ich schade, dass ich dazu so selten greife. Ich bin heute Morgen so ein bisschen durch meine Schminksammlung gegangen und habe nochmal ein bisschen aussortiert und Sachen weggemacht, die einfach schon super, super alt sind. Deswegen lag das jetzt auch schon beiseite. Ich wollte es euch aber nochmal zeigen. Ich habe nur eine Foundation mitgebracht, die fiel mir eher zufälligerweise ein. Normalerweise, wenn wir über Dupes reden, reden wir immer über die günstige Alternative, die nachher rauskommt. In diesem Fall würde ich aber fast sagen, kam die günstigere Alternative vorher raus. Deswegen ist sie ja. Ja, es ist halt wieder so eine Definitionssache. Was ist Dupe und was ist kein Dupe? Ne? Für mich ist Dupe eine Alternative, die beim Auftrag und beim Trageeffekt her keinen Unterschied macht. Ich glaube, ihr seht jetzt auch in meinem Gesicht keinen Unterschied. Wir haben auf meiner rechten Gesichtshälfte einmal die Miracle Pure Foundation von Max Factor aufgetragen. Hyaluronsäure und Vitamin C, Lichtschutzfaktor 30. Auf der anderen Seite eine von MAC. Das ist die Studio Fix Everywhere All Over Face Pen Total Visage Foundation. First of all. Lasst euch, und das werden wir gleich nochmal sehen, niemals von der Verpackung und dem Inhalt täuschen. Hier sind 30 Milliliter drin, hier sind 12 Milliliter drin. Selbst wenn die Foundations ein etwas größeres, unterschiedliches Finish haben sollten, du hast hier das Doppelte drin und das ist halb so teuer wie das hier, mindestens. MAC ist so ein bisschen langweilig geworden, wenn ich ehrlich bin, aber eine sehr dicke Foundation, schon fast pastig. Auf der anderen Seite die Miracle Skin Foundation. Sehr, sehr dick von der Textur her. Du brauchst ein bisschen Wärme, bis sie warm werden. Vom Finish her aber gleich. Du kannst beide sehr, sehr gut setten. Ich würde sagen, bei der MAC Foundation brauchst du etwas weniger Puder als bei der Miracle Pure Foundation. Aber auch vom Dry Down her und von der Langlebigkeit sind beide sehr, sehr gut. Beide sehr, sehr gleich. Auch der Applikator ist sogar fast identisch. Ich finde es halt nur ein bisschen schwierig, dass man Produkte, Hauptsache sie haben halt eine coole Verpackung und dann ist es ein neues Produkt. Bin ich ehrlich gesagt nicht so ein großer Fan von. Generell MAC ist ja, was das angeht, eh ein bisschen schwierig geworden. Es ist aber Pro-Make-up, aber auch da würde ich sagen, wenn ihr Pro-Make-up-Artist seid, gibt es mittlerweile sehr, sehr viele gute Alternativen zu MAC. Contouring. Auf der einen Seite haben wir von Fenty die Matchsticks. Ich weiß, Catrice hat, glaube ich, jetzt gerade neue rausgebracht, aber das ist die Farbe Mocha 03. Super, super warm, lässt sich aber sehr, sehr gut ausblenden. Farblich auch hier ein ganz kleiner Unterschied zum Rival Loves Me Contouring Stick. Pack ihn mal daneben. Aber du siehst ausgeblendet, siehst du keinen Unterschied mehr. Ich finde auch jetzt ist es
kaum einen Unterschied. Der von Rivalazmi ist sogar noch ein Stückchen kühler als der von Fenty. Ausgeblendet, absolut gar kein Unterschied mehr, auch in der Applikation. Der hier ist ein bisschen schmaler als der Matchstick, macht aber am Ende des Tages absolut gar keinen Unterschied, wie ich finde. Und das ist das, meine Regeln für Dupes, die kennt ihr mittlerweile. Solange man am Ende des Tages keinen Unterschied im Gesicht sieht oder jemand anderes den Unterschied nicht sieht, klar sehe ich immer einen Unterschied oder auch ihr, wenn ich ein Produkt auftrage und auf der anderen Seite das andere Produkt auftrage, seht ihr natürlich den Unterschied, weil ihr den direkten Vergleich habt. Wenn ihr aber mich auf der Straße treffen würdet und ich würde euch sagen, guck mal, ich habe hier auf der einen Seite Fenty für 28 Euro und hier einen Contouring Stick für 2,99, würdet ihr sagen, ach wirklich? Na, das macht dann nicht so einen großen Unterschied, deswegen auch da würde ich sagen, geht ruhig zu den günstigeren Produkten. Ich muss es immer wiederholen, weil es doch einige Mäuse in der Kommentarspalte gibt, die dann der Meinung sind, dass es nur High-End-Make-up gibt, was gut ist und Drogerie-Make-up ist immer schlecht. Aber sobald man sich dann auf ein Gespräch eingelassen hat in den Kommentaren, kommt dann ganz schnell heraus, dass sie sehr, sehr lange kein Drogerie-Make-up mehr benutzt haben, weil sie vor vielen Jahren eine schlechte Erfahrung damit gemacht haben. Deswegen probiert's aus. Es gibt viele, viele Produkte und dafür sind wir ja da. Es gibt mittlerweile so, so viele tolle Mäuse hier auf YouTube, die ähnlichen Content machen mit Dupes aus der Drogerie. Da werdet ihr immer viele, viele tolle Tipps kriegen. Ich habe noch einen Concealer mitgebracht. Auch der ist leider von Max Factor. Aber Max Factor ist auch so ein bisschen, ne, die sind schon gut hinterher. Auf der einen Seite habe ich den Art Deco Longwear Concealer in Waterproof. Ein sehr, sehr schöner Concealer. Hätte man nicht so starke Augenschatten wie ich. Sehr, 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 sehr leichte, fast schon wässrige Textur. Sehr dünn. Du hast nur eine ganz, 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 ganz dünne Schicht. Sehr wässrig, ist aber auch wasserfest. Und hat so einen Hauch an Pflege vom Gefühl her noch mit drin. Er trocknet auch gut runter. Auf der anderen Seite den Facefinity All Day Flawless Concealer. Hier, ganz, 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 ganz wichtig. Lasst euch nicht von Packaging veräppeln. Wir haben hier, das ist wie mit Chips, diesen Concealer und diesen. Da würdest du jetzt denken, boah, der von Max Factor hat ja nur ein Drittel vielleicht damit drin. Der von Art Deco ist sogar ein bisschen dicker. Der von Art Deco hat ganze 7 Milliliter mit drin. Der von Max Factor hat 7,8. Es heißt, hier sind noch mehr Gramm, 0, Gramm mit drin als hier. Ne? Also lasst euch da nicht veräppeln. Auf der anderen Seite swatche ich euch den von Max Factor auch nochmal. Auch der ist sehr, sehr wässrig, sehr, sehr dünn. Ist aber aufbaubar. Ne? Also für mich jetzt nicht, weil bei meinen Augenschatten kommt das nicht durch. Wenn ihr aber nur so einen kleinen Highlight-Effekt haben wollt, und da kann ich euch die beiden Farben empfehlen, wenn ihr sehr hell seid. Einmal bei Art Deco die 18 ist so ein bisschen peachig oder die Farbe 010 von Max Factor, die ist ein bisschen gelblicher. Beide auch sehr, sehr gut zum Korrigieren. Beide vom Finish her und vom Drydown her 1:1 genau das gleiche. Jetzt würde ich fast sagen, denn der Max Factor Concealer ist in Germany hergestellt worden, dass es eventuell sogar die gleiche Produktion ist, wenn ich den... Guck mal, schau mal, das ist exactly... Ne? Ich kann es ja nicht beweisen. Meine Vermutung liegt aber nur sehr nah. Freunde, das waren so ein paar Dupes, die ich gerade ganz spannend fand. Ich bin sehr gespannt, was ihr für Dupes kennt. Schreibt mir bitte unbedingt Dupes in die Kommentare, die ihr vielleicht gerade noch gefunden habt. Und jetzt so langsam, ich bin ehrlich mit euch, ich habe langsam nicht mehr so viele Ideen, was ich an Content machen kann. Ich überlege gerade, ob ich mit meiner Videoanzahl runtergehe. 3, beziehungsweise jetzt dann mit den Adventskalender-Videos. 4 Videos ist schon ganz schön viel. Und so viele spannende Neuheiten gibt es halt auch im Moment nicht. Schreibt mir da gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Schaut auch unbedingt bei Yipoda vorbei. Dort gibt es nämlich jetzt die Deep Huff Espresso Augenpatches. Jetzt. Und mit dem Mist Have in der kleinen Größe. Also eine sehr, sehr große Empfehlung mit dem Rabattcode Rabatt plus das kleine Spray. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart, ihr süßen Mäuse. Passt auf euch auf. Fühlt euch gedrückt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.